Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen News-Video. Heute habe ich hier tatsächlich drei News für euch, von denen eigentlich nur eine wirklich wichtig für euch ist. Das ist die, die eben hier auch im Titel drin steht oder die ihr auch auf dem Thumbnail seht. Allerdings muss ich hier in dem Video vorher noch ein paar Korrekturen vornehmen, die ich in meinem Video davor gesagt hatte. Und zwar habe ich jetzt in schon zwei Videos erklärt, dass Toho und Warner sich miteinander kabbeln und deswegen kein wirklicher Vertrag zustande kommt. Und wird deswegen so lange auf eine Erweiterung des Monsterverse warten mussten. Das ist falsch gewesen. Hier habe ich mich anscheinend falsch informiert, beziehungsweise bin ich hier wohl auf ein paar Fake News reingefallen und wurde auf der Seite Godzilla Deutschland auf Facebook korrigiert diesbezüglich. Und deswegen auch vielen, vielen lieben Dank an Herman J. Johnson, weil er selbst tatsächlich sehr nah an der Quelle sitzt. Und das ist so eigentlich die zweite News, die jetzt so zu meiner ersten Korrektur übergeht. Er hat mir angeboten, dass ich, wenn ich bestimmte Informationen brauche, mich an ihn richten kann. Das heißt, ich habe jetzt wirklich eine Quelle, die sehr nah an der Hauptquelle dran sitzt. Und deswegen könnt ihr euch darauf verlassen, dass es in Zukunft hier wirklich nur noch faktenbasierte News gibt und ich auf so einen Mist nicht mehr reinfalle. Das tut mir eben leid, weil ich das Ganze in den zwei Videos davor falsch erklärt habe, aber ich denke, sowas kann mal passieren. Und hier habt ihr auf jeden Fall meine offizielle Entschuldigung und die Korrektur folgt jetzt eben gleich. Warner hat bereits seit Godzilla vs. Kong nicht mehr allzu viel damit zu tun, mit der ganzen Geschichte. Es geht hier wirklich nur um Toho und Legendary und die beiden sind wohl schon wesentlich länger im Gespräch miteinander. Das heißt, das, was jetzt kommt, wäre eigentlich schon wesentlich früher auf uns zugekommen, wenn eben die Corona-Pandemie nicht reingespielt hätte und es gab nie einen wirklichen Clinch zwischen Legendary und Toho. Zumindest nicht mehr zu dem Zeitpunkt, als ich das behauptet habe. Wie gesagt, hier habt ihr nochmal meine volle Entschuldigung, wird nicht mehr passieren. Hier habt ihr auf jeden Fall die Korrektur. Alles, was jetzt kommt, steht schon wesentlich länger fest und ist eigentlich gar nicht mehr so eine Überraschung. Die Quelle, wie ich ihn nenne, die mich darauf hingewiesen hat, hatte tatsächlich schon 2019 angedeutet, dass es so weit kommen könnte, dass wir eben jetzt eine Serie bekommen und darauf folgend eben auch Filme. Und genau das passiert jetzt eben auch. Jetzt kommen wir nämlich zur eigentlichen News, denn Legendary selbst hat sowohl auf Twitter als auch auf Instagram ein Bild gepostet, auf dem man das Zeichen von Monarch sieht und hat eben darunter angekündigt, ja, das Monsterverse geht weiter, wir bekommen eine Serie. Diese Serie, die hat bis jetzt noch keinen Namen, wird kurz nach Godzilla 2014 ansiedeln, also spielt zwischen dem 2014er Godzilla und Godzilla King of the Monsters. Und hier wird es eben um eine Familie gehen, die mitbekommt, dass sie irgendwie mit Monarch in Verbindung steht. Allzu viel weiß man darüber auch dann noch gar nicht. Man weiß allerdings auch, dass Godzilla und andere Kaijus hier mit auftauchen sollen. Die Geschichte mag man jetzt vielleicht ein bisschen öde finden. Ich kann aber jetzt nachvollziehen, warum das Ganze nicht im Kino läuft. Hab da auch schon viele Stimmen gehört, die gesagt haben, Mensch, Monsterverse-Film muss doch im Kino laufen. Richtig, wenn es aber jetzt hier wirklich um Monarch bzw. eine Familie geht, also wirklich um viele menschliche Charaktere und die Monster vielleicht nur mal ab und an als kleine Cameos auftauchen, finde ich das hier gar nicht weiter verwerflich. Des Weiteren wurde aber auch noch angekündigt, dass Legendary und Toho, also Warner ist jetzt komplett raus, scheinbar, an weiteren Filmen arbeiten. Dazu ist allerdings noch gar nichts bekannt. Man geht allerdings davon aus, dass diese Filme sich dann nach Godzilla vs. Kong ansiedeln. Das bedeutet, wir sind jetzt wieder voll im Monsterverse drin. Genau das, was ich bereits in einem Video behandelt habe und wir uns eigentlich alle einig waren, das wollten wir eigentlich nicht. Das wird jetzt wohl passieren. Das Monsterverse orientiert sich am MCU und wir bekommen ein miteinander verschachteltes und verknüpftes MCU. In den Startlöchern stehen sowohl die Serie Skull Island, die sich anscheinend auch wieder hauptsächlich mit menschlichen Charakteren beschäftigen wird. Wir bekommen die Godzilla-Serie, die noch keinen offiziellen Namen hat. Und wir bekommen noch Filme, die dann danach angesiedelt sind. Das sind jetzt erstmal die kommenden Projekte, die angekündigt wurden. Und das ist doch schon mal eine ziemlich gute News dafür, dass wir noch vor 2-3 Wochen gesagt haben, eigentlich haben wir gar nichts, bis auf einen Comic, in dem die Power Rangers gegen Godzilla kämpfen. Und jetzt bekommen wir auf einmal das. Wir bekommen eine Serie Kong Skull Island, das ist eine animierte Serie. Wir bekommen eine Godzilla-Serie, eine Real-Life-Serie, eine Live-Action-Serie. Und wir bekommen in wahrscheinlich noch ein bisschen weit entfernterer Zukunft noch weitere Monsterverse-Filme. Das Monsterverse geht also weiter. Alle, die befürchtet haben, ey, nein, scheiße, das war's jetzt gewesen. Godzilla vs. Kong war der Abschluss.
das war's nicht. Es geht auf jeden Fall weiter und es freut mich sehr. Und ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich demnächst sogar erste Details zu Kong Skull Island bekommen werde, die ich dann auf jeden Fall hier in den News behandeln werde. Das waren jetzt meine kurzen News gewesen. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich da in Sachen Toho und Warner so ein bisschen was falsch aufgegriffen habe. Und wie gesagt, das wird nicht mehr passieren. Wenn ihr jetzt aber wissen wollt, wie Godzilla und die Power Rangers zusammenpassen, schaut dir das Video hier oben an. Wenn dich interessiert, was ich vom zweiten Teil der Godzilla Earth-Reihe halte, dann seht ihr das Video hier an. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es um das Thema Godzilla geht. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.